Jetzt ist es nochmal soweit. Jetzt zeige ich euch, wie ihr schnell Daten ins Internet übertragt, hochladet, also Upload und Download, während im Haus andere das Internet noch verwendet. Ich habe das Problem, dass wir unter ja eine DSL-Leitung haben und die ist mehr schlecht als recht. Da arbeiten momentan andere Leute und immer wenn ich Daten-Upload mache ins Internet, dann bricht unten die Leitung zusammen oder es dämmt halt. Und jetzt machen wir doppelt so schnell hoch. Und zwar nutzen wir unser Smartphone-Tarif dazu. Stecken wir den USB-Stecker ein in unseren Rechnerle. Und jetzt schließen wir unser USB-Kabel hier an. Das habe ich euch neuerdings mal gezeigt. Dann hupt das Handy kurz, zumindest die neueren. Dann gehen wir dorthin und jetzt finden wir da oben bei Android System finden wir USB Tethering. Das habe ich euch neuerdings mal gezeigt, wo man das einschaltet. Wenn man das erlaubt hat unter, machen wir es da Vollständigkeit halber, wenn ich da draufklicke, dann hat das Internet, hat mein Rechner jetzt eine zweite Verbindung dazu bekomme, und zwar hier unten, wenn man da drauf geht, unter Netzwerkeinstellungen. Da sehen wir jetzt zwei Netzwerke, bisher zwei verschiedene, und wenn man jetzt auf diese Adapteroptionen geht, da finden wir zwei, und man sieht jetzt, da steht drin irgendwas mit Realtek, Realtek, und hier steht drin mein Samsung-Smartphone. Das ist mein Samsung-Smartphone und das ist USB-Tethering. Das heißt, wenn ich das jetzt abschalte, deaktiviere, lege das nebenan und mache jetzt meinen Upload von Daten. Das heißt, da nehme ich jetzt irgendeine große Datei raus, wo ich gerade ein Video dreht habe. Das sind 200 MB, also das ist schon eine ordentliche Zahl. Es geht ja manchmal bei Videos geht ja schnell auf einen Gig, also hier haben wir 4, 5, hier haben wir 1 Gigabyte, haben wir ja schnell zusammen. Wenn ich jetzt sage, okay, dann gehe ich über diese Internetverbindung, ziehe das hoch und jetzt sieht man auch, wie die Geschwindigkeit relativ schnell hochgeht. So, und während der hier läuft, 10% hat er schon. Mir hat er gerade eben gesagt, es war ein Video mit schnell kaputt, 236 MB war das und wir müssten auch hier sehen, wenn man jetzt hier auf diese Verbindung geht und guckt uns bei mobile Datennutzung, Mobildatennutzung das Ding an, dann sehen wir, dass er hier jetzt hochschaufelt, also diese Mobildatennutzung, diese 850, das ist das, was er jetzt quasi 5 GB haben wir als Speicher, als Möglichkeit vom Datentransfer und die laden wir jetzt natürlich gerade hoch. Dann wollte ich euch noch gerade zeigen bei der Gelegenheit, also während der hier arbeitet, haben wir dieses Tethering heißt es. Tethering, da steht es, USB Tethering. Das kann man beim Smartphone anschalten. Und denn, wenn man das hier anschaltet, hier auf aktiviert, dann steht es auch zur Verfügung, sobald man das USB-Kabel anschließt. Jetzt haben wir schon 38% weg. Das müsste dann auch gleich da sein, der Rest. Und jetzt haben wir diese paar hundert MB, 200, 300 MB hochgetragen innerhalb relativ kurzer Zeit.
Und jetzt haben wir natürlich diese Datenverbindung noch aktiviert. Die können wir jetzt entweder hier ausschalten, also nicht das hier, sondern da oben. Oder wenn ihr euch nicht sicher seid, dann macht das einfach so. Ihr seht sie ja, da ist sie noch. Wenn ihr die jetzt abzwick, schwupp, ist sie hier auch weg. Da fehlt es die Datenverbindung. Dann müsst ihr nur die normale Datenverbindung wieder anmachen, weil ich weiß nicht, wie man die priorisieren kann. Und jetzt ist die normale Datenverbindung wieder an. Das heißt, wenn ich jetzt auf Google gehe und mache Google News an, dann sehe ich, dass hier die Datenverbindung läuft. Oder euer Smartphone nutze als zusätzliche Datenübertragungsquelle, wenn ihr so oder so volumenfrei habt. Man kann so ganz grob sagen, wenn ihr will, mit Videos arbeitet, Downstream, also Netflix und so weiter, so Zeugs, plus Upload, dann komme ich ungefähr auf 200 GB pro Monat. Das dürfte so sein, wenn man relativ aktiv ist. Das ist einfach so als Hinweis, wie viel bräuchte man eigentlich für eine LTE-Verbindung, wenn man so ein Flatrate, mobile Datenübertragungsnetz Flatrate hat.